So, hallo und herzlich willkommen zur John Doodle League Season 4, die nicht mehr so lange hält, im Lower Bracket Runde 4 zwischen Basically Unknown und X-Game. X-Game und Basically Unknown kämpfen hier gerade um das Lower Bracket Finale. Es ist das vorletzte Spiel der kompletten Season 4. Von daher, der Gewinner dieses Spiels geht ab in den nächsten Tagen ins Lower Bracket Final, was sein wird gegen BBC, die zuletzt gegen Goomba gewonnen haben. Von daher, hier geht es um einen Platz der Division 1, wie immer. Und wir werden sehen, wer von den beiden Teams durchkommt. Best of 3. Von daher, gut viel Zeit. Die Buns beginnen wir erstmal mit dem Spiel. Ist ja auch ganz interessant. Oder eigentlich nicht, nein. Ganz lustig. 11 Spectators sind gerade da drin. Also sind da tatsächlich wieder mehr Caster als Spieler drin. Wollte ich nur mal kurz erwähnen. Wir haben auch prinzipiell den kompletten 6 Caster-Slots voll, plus 2, die von wahrscheinlich 3 sogar, die Spectator-Casts machen. Also komplett voll. Sehr spannend, aber naja. Wenn man sich in den John Dota-Stream eingeklickt hat, dann hat man so einen Platz sicher. Ging nicht ein so. Die chinesischen Streams und 2 russische, soweit ich weiß, sind nur noch aus Spectator-Cast und ein schwedischer. Nun gut, treu gebannt, kein Ex-Bann, würde ich erstmal sagen, aber das könnte vielleicht ein Ex-Pick noch kommen. X-Game erstmal hier mit dem Wisp, nachdem sie Brewmaster treu gebannt hatten und auch Juggernaut Lycan ist draußen. Basically Unknown gehen erstmal mit der bekannten Combo, Faces of Void, Scarath Mage, easy to execute, easy, easy everything. Chrono, Astral Flare, Mystic Flare und dann ist das ganze Ding erledigt. Einziges Problem halt immer bei der Combo ist es, dass Faces Void Level 6 wird so nach, keine Ahnung, auf der Safe Lane 7 Minuten und auf der Off Lane vielleicht, keine Ahnung, 10-11 Minuten und Scarath Mage hat als Supporter doch ein bisschen länger braucht. Und da haben wir auch schon den angesagten X-Pick von X-Game, die da sehr aktiv sind, aber ja, dass der X kommt, war, würde ich jetzt mal sagen, klar. Denn hey, es ist X. Und außerdem, Kasachstan zählt so ein bisschen in die östliche Region, wo doch X Core ist. Und daher hat mich der Band, ne, Nicht-Band so ein bisschen überrascht von Basic Unknown, aber hey, wir haben eine X. Das macht immer Bock. X-Game, Band noch Viper und Ancient Abrition. Tiny ist raus für X-Game, damit sie keinen Tiny Wisp haben. Und außerdem PA noch als weiterer Wisp-Counter bzw. X-Call bringt halt auch Helden zusammen und da will man nicht, dass irgendjemand mit einem Battle Fury reinkrittet. Tja, ansonsten, was haben wir noch zu sagen? Wir haben natürlich halt Basically Unknown, die Franzosen, die, ja, für mich prinzipiell besteht das Team, nenne ich es immer als das neue Team von Bucking Mad. Technically, Mind Control und Magoma haben Stand-Ins bekommen jetzt. Von Sokshka, Bucking Mad und Sexy Bimbo, ja. Aber naja, wer da wen übernimmt, weiß ich nicht. Wenn solche Größen da hinkommen, übernehmen die doch gerne mal das Team. Naja, auf der Seite von X-Game haben wir bekannte Helden, bekannte Leute. Für mich interessant, Mantis und Big Nam hatten bei Album Sheet in den John Luther Masters letztens gegen Alliance mitgemacht. Und ja, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, Album Sheet haben Tim Tinker besiegt. Von daher hier auch bei X-Game große Spieler dabei, besonders Mantis, als Core gegen Alliance, der beinahe das Schwergewicht Alliance in die Knie bekommen hat und gegen Empire gegangen wäre, aber Alliance hat es dann doch gerade so geschafft. Sand King hatten wir ja schon, auch ein weiterer Held, um in die Chrono zu springen mit dem Epicenter. Magnus wird dann von X-Game gepickt, trotzdem die PA draußen ist, immer noch ein Magnus. Wenn ein X rein ist, kommt man vielleicht noch ein bisschen anderes an AOE-Damage. Kann da durchaus auf einiges kommen. Außerdem APs hätten nie zu unterschätzen. Queen of Pain, für Basically Unknown quasi ein weiterer AOE-Damage-Spell, der in die Chrono reingeht. Ja, sehr viel auf die Chrono. Sehr, sehr viel. Von daher wird das wahrscheinlich ein Core Faces Void auf Paris, der dann wahrscheinlich auf Agamemnon gehen muss. Weil wenn Basically Unknown so viel auf die Chrono und auf AOE-Damage legt, dann sollten sie wahrscheinlich die Chrono auch den Cooldown ein bisschen zu reduzieren mit dem Agnes. Lion, letzter Pick von X-Game.
um vielleicht sogar eine Core-Line mit einem Magnus A4 rein. Pub-Combo. Naja, vielleicht. Auf jeden Fall, wenn das Aghanim's fertig wird. Ist ja doch im Late-Game ganz gut. Aghanim's Finger, Magnus AP, das sind ziemlich coole Kombos. Nagaban von Basic Unknown, sehr schön. Zu lange wollen wir es ja auch nicht gehen. Es ist ein Best of Three. Wir wollen halt auch irgendwann nochmal heimgehen. Oder so. Haben sich wahrscheinlich Basic Unknown gedacht. Phoenix Bun gegen Basic Unknown. Zuletzt hatten wir Sexy Bumbo Phoenix gesehen, ja. Aber meiner Meinung nach hat er nichts gebracht. Weiß nicht. Bin kein Phoenix-Hater. Aber. Ja, meistens bringt es nicht so viel. Er hat halt dieses krasse Timing, aber danach fällt er doch sehr stark ab. Kann gut machen, kann gut zurechtkommen, ja, aber nein. Ist halt nicht so der beste Held, wenn es darum geht, ins Late Game zu skalieren. Tja, Unknown haben jetzt eine Chrono. Braucht noch einen Offlaner. Und. Keine Ahnung. Wird ein Ultra Greedy mit einem Daxi da reingehen? Nein. Wird wahrscheinlich entweder ein zweiter Carry. Dass sie halt irgendwas neben Quop und Void haben. Quop fällt ja doch sehr stark ab, wenn die ersten BKBs rauskommen. Was auf X wahrscheinlich tatsächlich der Fall sein muss. Und beim letzten Carry von X-Game wahrscheinlich ein BKB-Held werden wird. Und. Tja, dann müssen sie jetzt noch irgendwas tun, was auch den restlichen Physical-Damage raushaut. Vielleicht von außerhalb der Chrono, vielleicht nach der Chrono. Müssen sie sehen. Außerdem, wenn die Chrono nicht pickt, sollten sie vielleicht noch irgendwas haben. Aber gut, mit Epicenter und Queen of Pain, die treffen halt auch, wenn die Chrono nicht sitzt. Muss man dazu sagen. Sexy Bambo Hero kommt als letztes. Broodmother ist noch drin, außerdem. Was wir von Bambo kennen. Tja, ansonsten. Die üblichen Helden, wovon jetzt keiner so richtig mehr passt. Juggernaut ist auch raus, Brewmaster ist raus, Offlane, Puck. Können sie hier machen? Bin ich mir nicht sicher. Weaver ist halt nicht im Meta drin, aber das wäre so einer der Held, der das eben wäre, wenn sie das halt wollen würden. Weil er halt eben in Late Game skalieren kann halt wieder zurückkommen und so weiter und so fort. Und ein Gyrocopter ist es, von daher Void Offlane und Carry Gyrocopter wahrscheinlich. Okay. X-Game. Basic Unknown haben sehr viel Fokus auf die Chrono. Ich bin echt gespannt, wie das funktioniert, weil wenn die Chronos nicht sitzen, was jetzt wahrscheinlich ein Sexy Bumbo Void wird, dann haben Unknown hier ein sehr großes Problem. Besonders wenn die Chronos nicht sitzen und der Rest von Unknown hinter der Chronos sitzen muss, hat Magnus halt auf Jason ein sehr einfaches Spiel mit Chrono, mit APs. Bin ich gespannt, wie das funktioniert. Aber wir haben Wraith King Mantis. Und Mantis ist der Carry. Zumindest war das so bei Album Sheet. Da gehe ich jetzt mal hier davon aus. Wraith King Carry sowieso. Lion, Wisp, AX, Magnus. Okay. Ist ein starkes Lineup. Und kann besonders ganz gut anfangen zu snowballen. Wisp, Wraith King mit Lion und AX als Ganker. Und Magnus, wenn sie rotieren. Wenn sie teamfighten wollen. Stabiles Lineup. Immer gespannt, was Unknown dagegen. Wie das halt ist. Das ist halt so ein One-Shot-Ding. Chronos müssen treffen, die ganzen AOE-Ultis müssen treffen. Wenn nicht, dann sind Unknown halt quasi weg vom Fenster. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Okay. Dann Spiel. Spiel Nummer 1 zwischen Unknown und X-Game beginnt nach der Pause. Denn Bumbo muss noch seinen Void picken. Badum. Wie das dazu ist. Tja, dann warten wir jetzt noch ein bisschen. Wie schon gesagt, auch sowohl von Unknown sind die Größen dabei, als auch jetzt von X-Game. Er stellt den Album-Sheets. Ansonsten, da ist Bambo auch schon. Schauen wir uns das mal an. Effigies gucken von X-Game. Auch so eine Sache.
Facepalm Doom, den kenne ich schon von Mantis. Dann haben wir den Arise Magnus. Von Jason. Und noch ein Doom von Reeves hier. Doom. Okay. X-Game lassen sich nicht groß aufhalten. Ab dafür, ab in den Dire Jungle. Und wahrscheinlich Smoking Action. Nope, kein Smoke. Na gut, also ab in den Dschungel einfach nur. Kann man auch machen. Dann haben wir wohl Magnus auf Jason. Der, wo die Mitte übernehmen wird. Slalkat? Nee. Okay. Kaya. Okay, Kaya La halt. Auf dem X. Reeves, Lion, Big Gnome, Wisp. Und wie gesagt, Mantis auf dem Carry Wraith King. Paris sieht, okay, das ist ein X, der kann mir eh nichts, von daher. Auf dem Gyrocopter ein bisschen weit nah dran. Lässt sich hier ein bisschen Zeit. Aber hat auch Glück gehabt. Von hier rum der Wraith King hätte ihn da durchaus stunnen können. Aber nichts passiert. Mind Control in der Mitte auf der Quap. Bucking Mad, Sand King, Magoma, Skyrath Mage und Offlane. Haben wir Sexy Bimbo auf dem Faceless Void. Tja. Schauen wir mal. Bambo guckt sich kurz an, was sie für eine Rune bekommen, weil er sich nicht sicher ist, ob sie jetzt eine Bounty oder eine Bounty-Rune bekommen. Nein. Weiß nicht. Naja, sie müssen halt, muss halt auch gucken, wer hier in welche Richtung geht. Das ist halt auch so eine Sache. Früher muss man halt da sitzen, um zu gucken, ist es eine frühe Invis-Rune oder so? Das war halt der Core. Jetzt ist halt hauptsächlich die Frage, wer geht wohin? Kommen frühe Gangs? Gehen die Supports wirklich auf die Lane oder nicht? Und außerdem, naja, hat er sowieso noch Zeit, um zu seiner Creepwave zu gehen. Hat jetzt hier den Pull verkackt, leider. Aber, in der Mitte direkt der erste Gank auf Mind Control. Und Lion wird jetzt erstmal ein bisschen Damage bekommen, aber wir haben noch den Stun von Lion. Von daher guter Harris auf Mind Control erstmal. Der noch, nur noch zwei Tangos hat. Aber Reeves scheint wohl erstmal hier so ein bisschen zu bleiben. Und direkt auch schon die erste Rotation von Magoma. Wenn ihr Dual Lanes macht, machen wir auch Dual Lanes. Aber da ist Reeves doch schon wieder weg. Sixth Bambo kann noch sich ein bisschen gegen Mantis fighten. Jetzt nicht mehr. Muss ich hier ein bisschen wegjumpen. Wisp ist wieder da, Reeves wartet auch auf seinen Einsatz auf dem Bottom River, on the bottom of the river, so rum. Aber wird es wahrscheinlich nicht finden, Time Walk ist jetzt auch schon wieder auf Cooldown. Mal schauen, trotzdem war er jetzt erstmal hier, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, auf dem X. Kayala ist leider nicht sein Name, denn Mantis heißt auch Kayala und Reeves auch, von daher X-Game Kayala. Keine Ahnung, wie genau man das ausspricht, wenn der Chat es weiß. Phonetische Aussprache, please. GIF. Naja. Aber nochmal die Last jetzt erstmal. Paris hat hier kompletten Free Farm. Bucking Mad muss sich noch ein bisschen auf der Lane ein bisschen Sandstormen, Levels abholen. Um damit klarzukommen. Haben jetzt hier die Awarded. Der Ward ist sehr weit vorne, sollte aber nicht blocken. Ich glaube mal, dass Basically Unknown hier schon weiß, wo sie blocken und wo nicht. Dieser Pull war nicht so gut. Hier um die Ecke, keine Ahnung. Aber wie gesagt, hier der Ward blockt nicht. Von daher ist erstmal okay. Reeves versucht auf der Top-Lane nochmal ein bisschen Druck zu machen. Beziehungsweise so ein bisschen Erfahrung von diesem Stack hier abzubekommen. Aber schön gemacht von Bambo hier. Der Pull rein und da kriegt dann doch einiges von der Creep-Wave hier ab. Kein Time-Lock. Okay, hat noch nicht geskillt. Aber kriegt hier meinen. Ein paar Last jetzt. Ja, nicht ganz. Ja, wir haben Paris mit 12 zu 7 gegen den Wraith King, 10 zu 4. Das ist halt die Free Lane. Ist ein bisschen angenehmer. X natürlich ein bisschen mehr Last jetzt, einfach weil er da auf der Lane im Dschungel mehr Sachen hat. Sixmobo fightet tatsächlich hier mit Mantis, weil er weiß, dass Magoma als Rotation rankommt. Slow auf Mantis, Damage auf Mantis, aber das kann sich auch ziemlich schnell umdrehen. Erster Backtrack, zweiter Backtrack. Dritter Backtrack. Oh, aber trotzdem First Blood von Big Gnome. Magoma hat da nicht den Damage genug gehabt. Reeves kann ihn hier noch ein bisschen slowen, aber wird da erstmal kein Damage raushauen. Mantis holt sich den Pot und ist er wieder hoch. Bisschen greedy davon, 60 Bambo. Ich weiß nicht. Er hat nicht so genug Damage einfach draußen. Weiß ich nicht, was er erwartet hätte, was da passiert. Aber ja, er hatte trotzdem. Also, er hatte halt so viele Backtracks gehabt, dass es schon fast hätte funktionieren können. Aber ja.
Keine Ahnung, der Damage war im Endeffekt nicht da. Schöner Pull von der Seite. Um Sixth Bow noch so ein bisschen mehr Space zu bekommen. Cutter Wave geht weg. Push wird in den Tower reinpushen. Tombo hat auf seiner Offline eigentlich ganz gute Zeit, bis halt, dass er jetzt das Problem hat, hier gecatcht zu wurden. Einmal erster Backtrack und den zweiten, den Crit, hat er auch evadet mit dem Time Walk. Also, Tombo ist schon mal ganz gut dabei für den Void. Hat ihn ganz gut drauf, hat ihn genügend Skill, um halt solche Escapes zu machen. Stahlcut. Ah. Stahlcut. Tatsächlich, ja. Ich habe die 7 am Anfang als irgendwie jetzt L, aber ja, ist dann T. Ja, stimmt, die erste 7. Ja, doch, Stahlcut, ja. Und Stahlcut kriegt jetzt doch den ersten Kill. Sehr schön. Mind Control ist dahinter. Matt würde gerne für den Stun reinkommen, aber ja, Stahlcut hier hat doch ein paar Armor. Und auch mit Magnus dahinter, wenn wir da nicht overextenden. Aber Stahlcut. Ein bisschen peinlich, dass mein Leadspeak am Anfang nicht gut genug war, um das selber zu entziffern. Naja. Gut, 2 zu 0 für X-Game. Und nach 5 Minuten ist X-Game doch ja ein XP. Also wir müssen halt auf der Trailing sagen, sein. Wir haben hier Unknown, sowohl der Sand King ist halt hauptsächlich im Jungle, Magoma rotiert. Damit haben sie eigentlich nur noch Solo-Lanes. Und die Top-Lane für X-Game, die Trailing ist halt hauptsächlich zu dritt. Von daher werden sie erstmal weniger XP rausbekommen. Aber Gold, obwohl Paris komplett farmen kann. Aber sie haben natürlich den Axe im Jungle. Das ist tatsächlich der Axe im Jungle. Nur 500 Gold mehr bekommt hier als der Rest. Ist natürlich auch so eine Sache. Bambo hat Time Walk. Yeah, hat da Time Walk nicht mehr. Doch, oh, Stick Charges retten ihn da. Ganz knappe Sache. Definitiv dort gestorben. Vielleicht ein paar Backtracks habe ich jetzt nicht gesehen. Aber Bambo, living on the edge hier. Sehr knappe Sache. Und ja, scheint ja auch nicht weg zu wollen, denn der Griefiff kommt vorbei. Die Frage ist, ob Mantis sie ihm geben wird oder ob er jetzt diven wird. Und es sieht danach aus, als ob er die Griefiff protected. Und ja, Bambo kann er einfach nicht ran. Kriegt hier noch ein paar XP ab, das reicht ihm erstmal. Immerhin besser als nichts. Mal schauen, ob es jetzt einen Pot bringen lässt oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht, aber hey. Kann ja passieren, kann ja passieren. Matt wird hier von einem Ward gescoutet, aber gut. Viel mehr bringt es nicht. 1300 Gold nach 6 Minuten. Ist schon ziemlich gut dabei. Und ansonsten die Stacks. Ja, hat erstmal keine Stacks mehr, aber wird sie wahrscheinlich weitermachen und das passt schon. In der Mitte aber erstmal der Smog Gang hier. Starcat ist wieder da, Skewer ist da und AP wird benutzt, alles benutzt, um Bucking Matt hier down zu bekommen. Das sind im Endeffekt nur 200 Gold gewesen, die er hier verliert. Reeves wird wahrscheinlich down gehen. Die Wave ist auch noch vorhanden. Oh, und Reeves und Jason gehen hier sehr schnell down. Schöne Reactive Wave benutzt, um hier auf gar keinen Fall zu erlauben, dass Jason hier einfach raussortieren kann. Und das lief nicht so gut für X-Game. Matt, wie gesagt, hat irgendwie 200 Gold verloren. 150. Nicht so schlimm dafür, dass sie hier knapp 600 Gold und 1000 XP rausbekommen haben. Schöne Rotation, halt auf dem Paris zur richtigen Zeit im richtigen Ort. Hat seine Lane verlassen und ist auch bald wieder da. Ja, Networth gehen jetzt weiter hoch, aber das Momentum ist noch nicht verloren. Stackhead braucht sowieso seinen Blinkdagger, hat jetzt mal einen kurzen Gank gemacht, kam sogar damit weg, ist jetzt 1-0-1. Und hat halt auch ganz gut Stacks da. Wird wahrscheinlich, wie es aussieht, je nachdem wie viel Wisp da noch in Sachen Puls macht, ähnliches Blinkdagger-Timing wie Bucking Matt bekommen. Matt ist okay, ja, Matt ist vielleicht ein bisschen schneller, aber der Vorteil hier ist halt Wisp, dass er eventuell hier einen Doppelpull machen könnte, allerdings sind die beiden Creep-Camps weg. Vielleicht doch nicht. Bucking Matt sollte ein bisschen voran sein, tatsächlich mit 0-1. Überrascht mich jetzt, dass da doch irgendwie der Sand King schneller ist als der Axe mit 101, aber hey. Da sind bestimmt auch noch andere Dinge passiert. Es hat halt auch ein bisschen Zeit verbraucht hier, um den Gang zu machen, der halt nicht funktioniert hat, von daher. Also gut, er hat funktioniert, aber ich glaube, Matt war nicht derjenige, der sie bekommen wollten. Bambo wird hier gefunden. Die Frage ist, kommt er rechtzeitig weg? Ah, oh, ganz knapp. Und Chopper, Chopper, Dank, Dank, Star kriegt den ersten Dank. Aber X-Kim ist
dahinter unknown. TP ist abgebrochen, soweit ich das sehe hier. Naja, hier kein Ding. Aber knappe Sache wieder für Bumbo. Aber er kann halt nicht immer überleben. Hat halt genau vom Stun her ausgereicht. Und wenn die Kills jetzt schon so gut funktionieren, wenn Axe halt einfach nur auf die Lane läuft, dann überlegt mal, was es passieren wird, wenn er einen Blinkdagger bekommt. Das sei als, wie war das, Denkaufgabe für den geneigten Leser oder den geneigten Zuschauer gelassen. Tja. Aber naja, Mantis ist ja auf der Top-Lane halt ein ziemlich guter Held gegen Bumbo. Kann halt auch nichts tun mit dem Reincarnation. Ist da die Chrono relativ useless. Ansonsten wäre halt auch schon, würden Unknown wahrscheinlich ein bisschen mehr Fokus auf die Top-Lane legen. So, Blinkdagger-Timing ist vorhanden. 9 Minuten 30 Blinkdagger. Und wie sieht es bei Matt aus? Ja, 10 Minuten, also 30 Sekunden Unterschied. Das ist ziemlich gut für Matt, der einmal gestorben ist. Und Stalkate hat 2-0-1. Blinkdagger sind beide extrem gut. Aber hey, soweit ich das gesehen habe, hat Wisp nicht wirklich für ihn gestackt. Und ich glaube, Magoma hat 1-2 Stacks gemacht. Dann gleicht sich das halt wieder aus. So, Drums für Paris hier. Fighting Build, kein Midas. Will Wraith King halt noch einen Midas hat. Von daher ist halt das halt so die Sache. Ob sie vielleicht ohne Midas, komplett ohne Midas, ein bisschen zurückfallen, aber ja, doch im Farm sieht man schon, Last Hits. Also Paris ist richtig weit voraus. Mind Control hier 61-20 in der Mitte gegen 38-3, also die Lane extrem gewonnen. Habe ich jetzt noch nicht so. Noch nicht so den Fokus drauf gelegt, ja. War halt auch ein bisschen anderes los. Aber ja, muss man einfach gesagt haben, Minecraft hat seine Lane gegen Jason richtig stark gewonnen. Andererseits ist es ein Magnus. Der kann halt nun mal nicht so viel dagegen tun. Das Lineup ist halt doof. Ja, Reeves mit dem Sneaky Actions hier unten. Mal schauen, ob sie hier dann demnächst irgendwas unten go machen wollen. X hat einen TP. Ja, X hat kein TP, okay. Wird vielleicht bald eins bekommen. Die Rotation von Jason mit der Invis-Rune kommt nach oben. Von daher sollte jetzt hier Stalkate vielleicht sein TP holen. Aber Relocate ist ja da. Daher wird das hier unten ein Go. Jason findet Matt. Die Frage ist, wie viel noch? Wenn hier jetzt bei meiner Pier kommt, 2 Hero AP kommt, ist auf jeden Fall das Relocate sicher. Mal schauen, wie viel Jason Zeit hat. Er hat noch einige Zeit. Kann auch hier ein bisschen warten. Außerdem Bumbo. Achso, der Smog wurde gebrochen und deshalb ist er hier sehr defensiv. Haben anscheinend die Invis-Rune gesehen. Und Matt. Ja, da kommt der Relocate. Die Frage ist halt, ob es nur auf Matt ist, wenn dann die Chrono kommt. Und dann kommt der Cordon. Bisschen zu spät. Aber immerhin, Chrono sehr viel Zeit verbracht. Und Matt hat es eh bisher nur noch rausbekommen. Holy shit, im Skewer noch drin. Und kriegt natürlich direkt den Kill. Mind Control nochmal da reingebratzt. Obwohl alle schon tot waren. Aber holy shit. Das lief nicht so gut für X-Game. Schön zu sehen, dass Unknown hier einfach. Bumbo hat halt gesehen, okay. Wenn das eben der Smoke gebrochen wird, dann muss er eben mit Invis sein. It's a bait. Gut, dass Paris so ein bisschen weit weg war, war ein bisschen doof, aber. Ja, lieber ein bisschen farmen. Lieber sich auf der Lane zeigen. Sonst hätten sie es auch gewusst. Aber schöne Trap von Unknown hier. Und Beautiful Chrono. Das ist halt so das Problem, wenn man einen Void hat, der darauf wartet. So, jetzt kann aber Bumbo ein Problem haben. Okay, nevermind, er hat ein Problem. Kann ein Problem haben. So viel Backtracken kann er gar nicht. Das ist halt das Problem, wenn Mantis mit einem Stun anfängt, mit 2 Stuns von Lion auf einen Agility-Helden, ist es auch beim Void eine relativ einfache Sache. Einiges an Gold und auch an XP war Bumbo da wert. Einfach weil er in den beiden Kills und beteiligt war. Ist jetzt 0-3, aber hat keinen Assist hier unten auf diesem Triple Kill rausbekommen. Was? Wait, what? Okay, ist wahrscheinlich. Ah, gut, ist direkt weggelaufen oder was anscheinend. Krass. Null. Der hat 3 mit Chrono. 3 Hero Chrono getroffen und nichts rausbekommen. Ja, man. Bumbo ist jetzt hier drin, wurde direkt gestunt. Kriegt den Finger ab, nicht gebacktrack, aber. Ah, Mantis kriegt ihn hier noch. Und zu knapp. Zu knapp hier von Wisp den rauszuziehen. Ist natürlich dann bitter gelaufen. Und Wisp, ja, stirbt jetzt schon hier, von daher kann er auch da sterben. Geht dann auch down. Wieder einen 1-3 Trade. Okay. Bumbo ist jetzt das zweite Mal direkt in Folge gestorben. Wieder kein Assists, 0-4.
Oh Mann. Der Arme. Aber einiges an XP und an Gold hier für Unknown. Das war es richtig wert. Und Unknown scheint die Rotations einfach besser draus zu haben. Wir haben 8 zu 6. Aber prinzipiell waren es halt einfach nur zwei Teamfights. Und ja, zwei Teamfights einiges. Stylecat läuft hier einfach an Magoma vorbei. Ich weiß nicht, ob er eine Invis-Rune gehabt hat oder einfach so vorbeigelaufen ist. Rotations kommen jetzt hier und Unknown wird wahrscheinlich jetzt turnen. Magoma, was tut der da? Ich bin nicht ganz sicher, was da kommt. Einfacher Dank für Stylecat, ja, aber... Okay. Ja. Matt versucht jetzt hier mal noch einen Smoke zu bräuchten. Falls da jemand kommt, hat er die schöne Ward. Aber wenn die Ward jetzt vorbei ist, wird er wahrschelich auch weglaufen. Magomas Action hat mich da ein bisschen verwirrt. Hey, aber gut. Okay. Mein Kontroll mit der Invis. Mal schauen, was er damit macht. Ping auf die Mitte direkt schon. Jason ist in der Invis-Rune noch ein recht einfaches Ziel, wenn sie noch eine Control haben. Stun kommt als erstes und ja, mit dem Scream ist es ein einfacher Kill. Außerdem mit Reeves so geslowt, könnte hier noch ein weiterer Kill kommen. Blink ist gleich da, okay, oder Mind Control den einfach selber. Da kommt aber ein Axe, allerdings nur mit dem einen einzigen Call. Call zurück von Paris, trifft Mantis. Mantis ist geslowt, allerdings Wisp hat alleine, kriegt nicht ganz den Tether raus. Hat nur noch auf Cooldown gehabt, okay. Nicht ganz, ist dann eine Untertreibung. Und nächster Dank von Stargate. Kriegen sie tatsächlich Paris raus, der den Killing Spree abgibt. Worth it ist die eine Frage, aber Axe Buyback ist teuer. Trotzdem, ja. Unknown kriegt hier mehr raus, gibt halt nur Paris ab. Und kriegen dafür halt 4 Kills plus ein Buyback raus. Okay, 3 Kills plus ein Buyback plus Reincarnation. Der Graf ist da ja immer so eine Sache. Reincarnation zählt als tot, hey. Rotations waren gut, aber war halt sehr viel nötig, um hier Unknown aufzuhalten. Wichtiger Kill natürlich auf Paris. War 3-0-5 mit knapp 100 Last Hits. Und Networth ist gar nicht so viel. Da hat Mind Control wesentlich mehr, weil er auch die Kills in sich hat. 6-0-3. Also Mind Control ist gerade einer der Helden, die da doch am teuersten sind für Unknown, wenn sie draufgehen. Book 3 tatsächlich auf Queen. Kein Arganims, kein nichts, einfach nur Necro. Vielleicht fehlt ihnen halt so ein bisschen der Push, deshalb denken sie, dass sie das Necro brauchen. Weiß ich nicht. Aber gut. Gegen ein bisschen AOE-Damage von X-Game. Und besonders halt beim Axe. Weiß nicht, kannst du was bringen, außer ein bisschen Mana-Burn. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, was das Necro da soll. Vielleicht halt einfach mit dem Axe, dass er halt guten Pure-Damage bekommt. Das ist im Prinzip... Ja, wenn sie halt reinblinkt und das Necro anmacht, ist es halt der Pure Damage gegen Axe, der die Necros auf jeden Fall töten wird. Von daher, gegen Axe halt vielleicht eine ganz gute Wahl. Mein Controller will jetzt oben jemanden finden, da ist Mantis. Der hat kein Reincarnation. Da muss der Relocate kommen und schafft das. Ganz, ja, knapp, eine Sekunde noch, von daher geht's. Ah, AP ganz knapp daneben. Hat jetzt kein Mana mehr tatsächlich, weil hier die Creeps eingehauen haben. Und jetzt hat Jace natürlich so ein klitzekleines Problem. Aber scheint das zu überleben. Krone wird benutzt. Nicht sicher, okay. Mad holt sich hier irgendwie mit dem Epicenter Stylecat hier ab. Wollte sagen, habe ich ein Epicenter gehört. Die Rono war ein bisschen komisch, okay. Ich weiß jetzt nicht ganz, ob das auf Mantis war, kurz bevor er rausgeblinkt ist oder nicht. Mind Control ist hier versucht, ein bisschen zu kiten. Scheint es auch zu schaffen, weil Mantis ohne Reincarnation 10 Sekunden noch knapp, aber hey, geht hier down. Hat es erstmal belegt. Durch Whisper aber das zweite Mal nicht. 0 zu 4 war tatsächlich hier der Trade. Und Unknown legen vor mit 15 zu 8. Und ja, 0 zu 4 Trade sieht eben so aus. Da sagt der Fight Recap jetzt auch nicht wirklich was Neues. Die Grafen sagen, ja, 1 zu 3, 1 zu 4, 0 zu 4. Die Grafen gehen immer ganz gut hoch. Man sieht ein bisschen, würde ich jetzt mal so sagen, dass sie den Dschungel benutzen und dass sie den Midas haben, weil es halt immer so ein Tick nach unten geht nach den Fights. Aber solange Unknown weiterhin diese Fights bekommt, sieht es schlecht für X-Game in Game 1 hier aus. Networth. Tja. Mantis ist dabei. Aber Mantis alleine hat ganz guten Damage, hat auch mit dem... Keine Ahnung, mit dem... Mit dem Blade Mail einen ganz guten Return. Aber die Frage ist, ob es genug ist.
Und das sieht bislang nicht so aus. Sie haben halt einen Chor, den sie können sie gehalten. APs waren bisher noch nicht wirklich existent. Ist ja doch ganz gut getan, das hier aufzuhalten. 4-Man-Smoke auf Mantis, um ihn plus Ulti einfach abzuhalten. Und wieder muss er vom Wisp gerettet werden. Okay, das war ein bisschen kurz. Aber jetzt kommt die AP von Jason. Schön auf Paris, schön auf Magoma, aber die leben halt alle noch. Mantis geht hier auch noch down, bleibt in der Mystic Flare drin. X kommt rein und der Call wird direkt mit einem Timelock unterbrochen. Aber er kriegt den Chopper Chop auf, denkst du, wo der down geht. Reeves in der Zwischenzeit kriegt Magoma hier down im Finger. Aber muss leider den Minions killen. Triple Kill auf Mind Control. Mit den Minions, okay. Und Matt kriegt hier wahrscheinlich noch den nächsten Kill. Guckt hier, dass er einen Blink hat. Blink, Stun. Und, ja, weiß nicht, ob er den Kill bekommt. Wiggum hat einiger Leben. Ja gut, wird ihn halt chasen, ne? jetzt muss Matt aufpassen. Denn die Balls holen ihn tatsächlich ganz knapp runter. Wisp kriegt hier die Dominating Streak von Sand King. Hat Matt ein bisschen overextended, aber Mind Control hört sich den nächsten Kill ab. Beinahe ein Ultra-Kill für Mind Control, wenn das nicht so lange gedauert hätte. 10-0-6 für Mind Control hier auf der Quop. Und ja, wahrscheinlich mal gespannt, ob das hier ein Aghanims wird oder was als nächstes Item. Ob das ein direktes BKB wird. Weiß ich nicht, für 20 Minuten hat er einen Book 3. Mit 10.06 und 100 Last jetzt hat er doch irgendwie ein bisschen wenig Geld, dachte ich. Weiß nicht, ob da was unterwegs ist, ob da was irgendwo liegt. Nee, sieht nicht danach aus. Aber ja, 2.5 plus komplettes Book 3 ist halt schon... Ist gut. Und wird hier auf BKB gehen, ja. Der Fight hier hat Unknown fast auf die 10.000 Net Worth vorne gebracht nach 20 Minuten. XP ist soweit. Von daher richtig großer Vorsprung für X-Game, für Unknown hier. Aber natürlich ist er noch nicht vorbei. Trotzdem muss man sagen, Unknown hat ein Comeback-Lineup. Mit der Chrono und mit den ganzen AOE-Spells können sie eigentlich immer zurückkommen. Und jetzt sind sie vorne. Was sie vielleicht nicht unbedingt mit gerechnet haben, denn so richtige Playmaker bis auf die Quop hatten sie nicht. Und der Punkt war, dass der einzige Playmaker, den sie hatten, hat richtig viel Plays gemacht. Also Mind Control hier wieder richtig gutes Spiel. Und die nächste Trap hier von Unknown. Und direkt der Go hier gemacht. Aber nein, sie kriegen hier nicht ganz die Krone raus. Die Frage ist, ob Matt's EPs reicht. Und es sieht nicht danach aus. AP jetzt auf Magoma alleine. Aber Mind Control ist da. Und ja, zum Glück noch gerade so abgebrochen. Das war ein bisschen auf Target. Aber Matt wird wahrscheinlich jetzt wieder den Burrow Strike hinbekommen. Auf 2 tatsächlich. Und dann wird der Scream hier nicht hinkommen. Okay. Kriegt er noch den Kill? Oh, das Ulti war nicht ganz... Was war das Ulti? 5 Sekunden? Oh, bitter. Und Mind Control, Beyond Godlike, Double Kill, 12-0-6. Tja, was soll man auch noch sagen? X-Game, sie versuchen's, aber es scheint ihnen, als ob Unknown immer so einen Schritt voraus war. Das war jetzt halt auch, sie haben Bumbo gefunden, haben wieder den Go gemacht, Relocate Gangs und bisher war eigentlich, sie hatten glaube ich 3 Relocates, die ein Safe waren tatsächlich. Bignum musste hier Mendes rausziehen. Die restlichen beiden endeten in der 3-Man-Chrono. Das wäre jetzt halt auch der Fall gewesen, dann wäre es ein kompletter Vibe gewesen, aber Bambo hat es nicht mehr rausbekommen. Das ist halt so die Sache. Bisher waren in fast allen offensiv, also ja, soweit ich es weiß, allen offensiv gepulten Chronos Unknown als Trap dahinter und haben das Ding perfekt gekontert. Wenn ich es halt sagen würde, so ist genau das, wie man Wisp kontert. Noch Jason, oh, Mind Control geht nur noch ziemlich auf die Seite. Aber Cordon kommt hier rein. Der Damage ist da, Mind Control kriegt das aufs BKB an. Hier den nächsten Kill, Mind Control, Double Kill, Beyond Godlike, 15-0-6, Ultra Kill für Mind Control. What? Ja, das ist over. Holy shit. Also wenn man, ja, wenn ich jetzt jemandem, oder wenn mich jetzt jemand fragen sollte, wie spielt man Quop? So. Das ist die kurze Antwort. Das Nico hat doch perfekt hier funktioniert. Er hat ein paar Away-Sachen. Lion hat sich einmal dran getötet. Gegen Axe ist auch eine ziemlich coole Sache, wenn man halt initiated als Quop, was er bisher meistens getan hat. Ja, Mantis, was soll er hier tun? Hat jetzt sein BKB fertig. Ist auf jeden Fall wichtig, gegen den ganzen Core-Down-Damage. Ja, das ist halt so ein Core-Ding. Weiß nicht, ob das vielleicht sogar vielleicht vor dem Blade mehr hätte bauen müssen. Aber, naja. Mantis kriegt hier auch ganz gut Damage von dem den Necros. Naja, was soll Unknown tun, außer weiterhin snowballen? Was sie vielleicht nicht tun sollten, ist Mind Controls Streak abgeben.
aber ich glaube, das hat er in nächster Zeit nicht vor. Roshan bietet sich da eigentlich an, wenn es darum geht, keine Streaks abzugeben. Aber jetzt erstmal seine Mana auffüllen gehen, 2600 Gold. Vielleicht wird er auf Damage-Items gehen. Oder er sagt sich halt irgendwie Linkins oder so noch, aber eigentlich, nee. Er meint nichts, dass es durch BKB durchgeht, von daher wird er jetzt einfach nur ein bisschen passiver spielen, weil eigentlich nur von Hex kann er gecallt werden und wenn die Stunts halt kommen. So ein Hex von Line ist auch böse, von daher, solange er hier nicht greedy spielt, sollte es okay sein. Und tja, dann kann er jetzt auf Damage-Items gehen, vielleicht auf einen Orchid oder einfach einen Hex. Ja, Orchid ist ein bisschen spät, Hex würde ich jetzt sagen. Oder, keine Ahnung, Daedalus. Einfach ab dafür. Einfach Damage. Sexy Mambo, 24 Minuten Mask of Madness nach dem Midas. Haben halt auf jeden Fall hier das Late Game sicher. Jetzt ist halt das Midas noch auf Void. Haben gute Late Game Heroes, haben den Damage. Sollte passen. Huh. Reeves kriegt jedoch einigen Damage nur von so einem kleinen Mana Burn. Aber dieses Creep macht doch ganz guten Damage und Line muss sich tatsächlich von dem Creep zurückziehen. Er hat jetzt hier die T3er. Aber nein. Reeves kümmert sich darum. Trotzdem, it's a trap von Unknown. Aber auch X-Game ist komplett hier. Ich bin mir nicht sicher. Smoken jetzt hier, um zu gucken, wo sie sind oder was. Aber X-Game flüchtet. Haben den Tau bekommen. Wollen halt auch sonst nicht fighten. Von daher gute Trap, aber die Trap war mehr so, falls sie kommen. Unknown wollte jetzt nicht committen, war halt sich nicht sicher, ob es eine Trap ist oder nicht. Gut gemacht, würde ich sagen, von denen. Aber ja. Mantis wird hier gesehen. Mantis wird hier wahrscheinlich jetzt von Bamboo gestürmt. Oh, Mantis läuft noch gerade so rein, bisschen eine schöne Chrono. Aber Bamboo ist halt auch schon gehext. Ah, mein Controller daneben. Bucking Mad kommt hier rein. Ist sehr, 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 sehr aktiv hier. Mantis geht down. Bamboo lebt tatsächlich noch. Mit dem Hex hätte ich es nicht gedacht. Mantis kommt jetzt hier rein. Mind Control kriegt die ab hier ab. Aber damage-weise ist da halt einfach nicht wirklich viel vorhanden, oder? Mind Control weiter nach hinten. Will jetzt den Kill auf Jason haben. Und Jason wird wahrscheinlich poppen von dem Nether Strike. Ja, Beyond Godlike 17-0. Und mal schauen, ob hier Mind Control mehr bekommt. Kriegt ihr den Kill? Double Kill, Beyond Godlike 18-0. Ja, Blink, Scream 19-0. Nächster Kill. Na, Mind Control wird hier low. Und das sieht nicht gut aus. Blink, ja, die kommen hinterher. Und schön das TP, dass er eben nicht da poppt. 19-06 für ihn, Starcat. Wenn sie hier noch ein bisschen warten, könnte er hier vielleicht noch down gehen. Ah, nicht ganz. Schön gemacht. Dass er halt auch schön gewartet hatte, Paris, glaube ich. Also ja, sie overextenden jetzt ein bisschen, aber immerhin kommt die meisten raus. Paris wird hier wahrscheinlich down gehen. Aber... Und ja, okay. Der Fug! Paris sieht einfach hoch. Hallo? Ist hier jemand? Oh, hallo. Guten Tag, dürfte ich mich an ihrem Brunnen töten? ja. Team Wipe plus Buyback und plus Dieback. Für Paris. Damage 12.000. Paris hat den guten Damage rausgeholt. Aber ist es gestorben und hat 1.400 rausgeholt. Einiges an Kills hier. Mind Control kommt hier rein. 20.07. Easy. 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 Holy shit. Ja, aber nein. Das Spiel sollte over sein. Ich weiß nicht, kann jetzt hier noch ein bisschen gucken, was noch passiert, aber ja, es ist zu weit vorne. X kommt hier rein, versucht Bamboo zu bekommen, aber schön Olds. Mind Control ist da. Kann jetzt natürlich mit dem BKB hem gehen. Reeves geht down. Mind Control kriegt jetzt nicht beide Kills wieder. Double Kills. What? Beide Kills. Also im Steam ist der Junge gut. Holy crap. Und weg, raus und alles ist okay. 22:07 mit einem Shivas. Alles noch 27 Minuten. Oh, es könnte nicht viel besser laufen. Ich warte irgendwie noch auf das GG, weil, keine Ahnung, X-Game. Was können sie machen, außer Mind Control zu feeden? Ich verpasse auch sicherlich genug Dinge hier nebenbei noch, aber, naja. Mind Control ist gerade witziger. Außerdem ist das Game halt over Mind Control. Das ist der Einzige, der noch was tun kann. Oder halt auch noch was tut. Und ja. Mantis hat jetzt hier ein klitzekleines Problem wahrscheinlich. Aber eigentlich ist sich nicht sicher, ob es vielleicht doch eine Trap ist. Aber naja. Es ist nicht tatsächlich. Und Mantis kann hier das gesamte Unknown zurücktreten, weil, hey, wir sind so weit vorne. Wie kann das sein, dass Mantis so aggressiv ist? Ja, keine Ahnung. Wenn ich wieder verrückt ist.
Aber oben haben sie jetzt Starcat gefunden, der einiges an Damage bekommt. Das müssen wir mal Goma mitnehmen. Schön gemacht. Trotzdem, Mind Control kriegt mit dem Degen oder mit dem Creep den Kill. Kommen aber nicht ganz. Doch, hinter Big Man her. Mind Control, warum ist er nicht da oben? Weil er hier noch einen Kill abholen muss. Okay. Holt sich noch Reefs. 24-08. Easy. Wir müssen nicht jetzt unbedingt stunnen. Wir müssen halt warten auf Mind Control. Genau, damit er 25-08 holen kann. Triple Kill. Okay. Es macht durchaus Spaß. Aber ja, ich weiß nicht, wie das für X-Game noch Spaß machen kann, dass sie hier noch nicht aufgegeben haben. Vielleicht jetzt High Ground gehen. Mal schauen, wie das Ganze da so laufen wird. Tja. Starcat will nochmal reinspringen wahrscheinlich, aber Unknown machen es ziemlich einfach. Gehen tatsächlich zurück. Ganz easy, ganz locker. Unknown, obwohl sie so weit voraus sind. Besonders Mind Control will hier, glaube ich, nicht so einfach seinen Streak abgeben. Genau, geht jetzt erstmal auf Hard oder auf Satanic oder sowas. Einfach damit er halt nicht hier stirbt. Und ich weiß nicht, haben sie überhaupt so viel Damage, um ihn jetzt down zu bekommen? Sieht nicht danach aus. Ja, das Book hat auch kurz gut Leben. Mit dem BKB zusammen wird es schwierig. Armor mit dem Shivas. Hier tatsächlich ein Tank-Bild. Aber naja. Damage ist ja auch ganz gut dabei und er hat halt auch den Damage. Level 21. Mind Control, BKB an und rein. Also sehr, sehr defensiv hier, aber in dem Sinne müssen wir noch Mantis gehen. BKB jetzt down und direkt halt rausgeblinkt. Sicher, sicher. Paris mit dem BKB. Kriegt auch Mantis alleine, wie es scheint. Eggs ein bisschen zu früh rein, aber Rodung macht, ist hier sicher. Mantis geht down, Starcat sieht noch aus, aber eine AP erstmal jetzt hier. Und jetzt Mantis, Bang, Bambo, Chopper Chop, aber Bucking Mantis da mit dem schönen Epicenter. Mehr als zwei Chopper Chops gibt es hier nicht für Mind Control. Aber für Mind Control gibt es auch keine Kills mehr. Jetzt hier aus den 5 Kills keinen einzigen rausbekommen. Ist ein bisschen bitter für ihn. Muss jetzt aufpassen, dass er nicht hinter anderen Leuten zurück. Kommt, aber erstmal, es scheint da wohl nicht so viele zu sein. Matt mit 7-2 ist er noch sehr weit hinten zurück. 25-0-12 für Mind Control. Mal schauen, aber hier auf Affinity Big Nam. Und nach dem nächsten Blink wird er ihn wahrscheinlich killen. Nicht, wie viele Leben hat er noch? Ja, scheint anscheinend genug zu sein. Sich nicht sicher mit Reeves. Er hat nur noch 1300 Leben. Muss er hier auch aufpassen, aber Fingers auf Cooldown. Das ist erstmal nichts da. Aggressive Wards, aber durch die Sentries auch dewarded. Das schon aggressive Wards, so weit, dass hier der einfach Tower Range stehen, because, aber nein. Auch nicht so ganz. Tja, Hart ist fertig. 3000 Leben. 24 Armor. Boah. Also eine Aegis hätte ich mir schon noch geben können, aber anscheinend wollen sie das nicht. Oder vielleicht jetzt. Sieht zumindest mit den TPs danach aus, dass es jetzt ein Rushdown sein könnte. Division haben sie nicht so wirklich. Ja doch, Division haben sie halt hier mit dem Observer Ward. Steht halt nur ein Observer Ward und kein Sentry. Von daher können sie jetzt eigentlich Rushdown machen. Ja, wie gesagt, es ist nie zu spät, Items abzulegen und mehr rauszubekommen. Aber immer noch kein Rushdown. Es sieht nicht danach aus, als ob hier Unknown wirklich einen Rushdown nehmen wollen. Brauchen sie nicht, natürlich. Nicht so wirklich. Und sie sagen sich, naja, das Achievement, hey, wir haben es ohne Roshan geschafft, ist wahrscheinlich auch was wert. Ja. Zu null mit Roshan ist einfach, zu null ohne Roshan. Ist ein Ticken härter vielleicht, von daher. Bin gespannt, ob sie jetzt hier smoken und ob es hier gesehen wird. Es wäre noch bitterer für X-Game. Aber es sieht nicht nach dem Smoke aus, als ob der hier der war. Nee. Haben keinen Smoke. Von daher wird es hier wohl noch gewartet. Mad sehr aggressiv hier drin. Mal schauen, ob er hier gesehen wird. Starcat sieht doch danach aus, als ob er ihn gesehen hätte, genau. Findet hier Mad, aber wollen um alles in der Welt ihn sichern. Und jetzt kommt das EP auf Mantis. Nein, auf 4 Leute, holy shit. Schön gemacht hier hinten. Mad hat einiges in Damage reingehauen, aber so viel bringt's nicht. Hat Reeves gekillt, Paris lebt noch da, Mind Control ist ein bisschen eingesperrt. Six Mabo blockt ihn tatsächlich. Ich glaube, wollend.
Haut hier einiges rein. Chopper choppt den ersten. Jetzt kommt die AP raus. Aber ja, sind jetzt halt auch alle tot. Beyond Godlike, 26, 0, 14. Okay, Buyback nochmal Mantis. Feed, mehr Feed. Nein, Bignum sagt GG. Okay. Anscheinend haben X-Game jetzt nach 52, 20 genug. Callen GG. Und lassen Mind Control. Ja, noch nicht sein. Doch. 26, 0, 14, 15. Irgendwie so in der Zeit. Holy crap. Shoutout to Nico. Okay. Ja, 26.014 für Mind Control. 700 KPM. Ja, man muss halt nicht farmen, man kann auch Heroes farmen. Und knapp 900 XP. Erstaunlich. Top Performance. Eigentlich von allen aus Basically Unknown. Sexy Momo hat wesentlich mehr Impact gehabt, als es diese 2-8 Ausschau halten. Außerdem diese 10 Assists, wovon er halt am Anfang, keine Ahnung, mindestens 7 Assists nicht bekommen hatte, wo er die Chronos gezündet hatte. Chrono zünden und weglaufen kann, Bamboo anscheinend. Puh. Tolles Spiel, tolle Performance von Mind Control. Und aber erst im Game 1. Game 2 kann entweder noch mehr, ähnlich Snowboard für Basic Unknown oder X-Game kommen hier zurück. Wer weiß. Auf jeden Fall. Werden wir es gleich herausfinden. Bis dann, 5 Minuten. Auf Wiedersehen.